Hallo und herzlich willkommen zu Folge 390 von Xeres Rückkehr. Ich weiß nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Auf jeden Fall, um Kantas Geschäfte zu erledigen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir das, glaube ich, entglitten oder es kam nicht zur Sprache. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Kanta tötet sich selbst oder man kann ihn irgendwie noch ausquetschen. Wieso das der Fall ist? Keine Ahnung. Und warum ich das irgendwie nicht so wahrgenommen habe, die Möglichkeit, weiß ich auch nicht. Allerdings muss ich jetzt diese eine Quest, die man für 200 Mana machen kann, vorschieben, falls es überhaupt noch möglich ist. Denn der uns die Quest gibt und der eigentliche Chef hinter Kantas Geschäften, ist dieselbe Person. Er hier. So. Das heißt, ich werde jetzt mal ganz kurz die Mana-Attribute auf 200 setzen, damit wir die Quest hier machen Hey, können. du. Hey, du kannst mit Magie umgehen, richtig? Aber sicher doch. In dem Fall hätte ich nämlich eine kleine Bitte an dich. Ich habe hier diese Telekinese-Spruchrolle erworben. Könntest du Fenja in einem unbeobachteten Moment damit ihren Wüstenhalter nehmen? Sie wird auch garantiert nichts merken. Das wird ein Spaß. Hier, die Spruchrolle. Viel Erfolg! So, damit wir diese Quest ja auch mal gesehen haben. Und wie gesagt, ich habe erfahren, dass Gavel der Kopf hinter Kanta ist. Und der würde uns dann einen Tag später, nachdem die Sache mit Kanta aufgeflogen ist, angreifen. Deswegen wollte ich das jetzt noch gemacht haben, bevor wir den dann umbringen müssen. Und dann ist ja die Quest immer machbar mit dieser, ne, eine Sache der Konzentration. So. Telekinese, das sieht ja interessant aus. So, damit wir es nämlich auch gemacht haben, damit ihr das gesehen habt. Hä, wieso geht denn das nicht? Was ist das für ein Scheiß? Durch Schmierregel um. Wirst du wohl die Finger von meinem lassen. Aber? Zu dieser Aktion fällt ja jetzt wohl auch noch ein Ausritt ein. Was? Halt bloß den Mund und bleib mir fern. Lassen. Nein, ich wollte nicht handeln, geh weg. Ja. Da hat mich jemand kräftig reingelegt. So, und da wir Kanta nach 0 Uhr gestellt haben, ist er uns noch nicht feindselig, aber wie gesagt, einen Tag später wird er uns anscheinend Hey, angreifen. du! So, was sollte das jetzt? Herrlich, herrlich! Du hast mich also einfach nur verarscht. So ist es. Ein Mordspaß, sag ich dir. Na, ich hab ja die Spruchrolle. Mal sehen, was bei dir zu holen ist. Ja. Was jetzt? Die Spruchrolle mal bei Gabel anwenden. 100 Gold. Das ist ja witzig. Gib mir sofort mein Gold zurück. Das ist die Bezahlung für meinen Arbeitsaufwand. Nichts für ungut, aber ich muss jetzt weiter. So. Wie gesagt, das sind nur kleine Quests. Also alle drei, ne? Nichts Besonderes, aber wir müssen die alle gesehen haben. Jetzt haben wir wieder 130 Mana, alles ist beim Alten. Und wir haben, ja, 100 EP mehr und 100 Gold. Also es ist nicht so, dass wir uns da jetzt einen immensen Vorteil verschafft hätten damit. Aber ich wollte es jetzt, wie gesagt, machen, weil ich nachgelesen habe, dass uns der Gabel bald angreifen wird. Weil der Kopf ist hinter Kantas Geschäften. Bevor er dann die Lage eskaliert, ne, da dachte ich mir, ich raub den jetzt noch aus. Ich raub den nicht aus, aber ich mache die Quest und zeige die euch, dann wisst ihr, wie die aussieht. Haben wir die auch gesehen. Ja, erzähl ich gerne Ja, zu. nenne ich, dass es dann nicht mehr möglich gewesen wäre.
So, das heißt, da wir jetzt wirklich so gut wie am Ende sind, also bald gibt es nur noch Hauptquests, werden wir hier noch ein bisschen aufräumen. Ja, das heißt, wir machen jetzt alle Quests, die wir noch machen können. Und so stellte er sich. Wir haben ja noch drei im Inventar, die können wir nicht loswerden, weil sie verbuggt sind. Sag mal, kannst du mal die Schnauze halten hier? Watras, was soll denn das, Mann? Ich erzähle dir gerade was. So ein Babsack, auf jeden Fall. Nein, das ist die Frage hier. Also, das werden wir jetzt gleich machen. Unwillkommene Überraschung, / Kantas Geschäfte. Gut, die Quest werden wir nicht mehr los. Die auch nicht. Die beiden auch nicht. Das heißt, wir brauchen noch ein Kronstöckel, damit wir das endlich mal machen könnten. Siegelring, keine Ahnung. Dafür brauchen wir 180 Geschicklichkeit. Das können wir eigentlich dann eigentlich auch heute machen. Ist ja auch wurscht. Und ja, da haben wir eine neue Quest bekommen von Xardas. Dass irgendwas wieder in der alten Mine passiert. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das haben wir schon mal so in der Art gemacht, aber das Gefühl kann sich auch als falsch herausstellen. Übrigens, ich frage mich gerade, ob es noch irgendwo einen Händler geben könnte, der neues Inventar hat. Da wir ja Kapitel 5 sind, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Der vielleicht, ich habe jetzt auch darauf geachtet, aber der hat keinen. Vielleicht, dass wir irgendwo ein Kronstückel vielleicht herbekommen. Ich überlege auch, was wir mit den 29 Lernpunkten machen. Ich glaube, ich gehe damit jetzt einfach zu Diego und baller das in Geschicklichkeit. Und auf 180 werden wir nicht kommen, aber. Ich meine, etwas näher dran. Dann können wir vielleicht sogar die ausrauben, bei denen es fast unmöglich oder unmöglich ist. Gut, da brauchen wir mehr als 140, aber. Pumpen erstmal alles in Geschicklichkeit rein. Denn ich wüsste auch gar nicht, was wir jetzt noch machen sollten. Also im Sinne von Lernen. Stärke wohl kaum. Hey. Und Diego ist jetzt hier der Interim Türsteher. Bring mir was. Was will ich? Wie es scheint. Jetzt können wir eh nicht mehr, ne? Ja. Also 10 nochmal da oben drauf auf dem Deckel. Haben wir 133. Fehlen noch 47 für die Quest mit Salandrill. Und jetzt, bei wem könnte ich denn pennen? Bei Brahim wird der sauer, wenn ich reingehe, nee, oder? Dein Haus ist mein Haus, oder? Sehe ich genauso. So, dann pennen wir mal einen Tag und gucken mal, ob das dann jetzt hier so funktioniert, ob der Gabel uns angreift. Denn hier steht ja auch, Kanta ist tot, hoffentlich habe ich jetzt den ganzen Ärger vom Hals, aber das haben wir nicht. Ja, und er greift uns tatsächlich an. Jetzt geht, jetzt. Und jetzt ist alles vorbei. So. Und die 100 Gold. Ah, nochmal 100 Gold nehmen wir mit, aber so, ja, warum nicht? So, und damit ist jetzt unwillkommene Überraschungen und Kantas Geschäfte endlich vorbei. Ein Attentatsversuch von Gava ist missglückt. Er muss die Überraschung gewesen sein, von der Kanta gesprochen hat. Damit dürfte dieses Kapitel endgültig abgeschlossen sein. Und genau deswegen habe ich das eben nochmal gemacht mit der Quest von Gabel, weil ansonsten, ja, wie hätte die denn funktionieren sollen? Der ist ja tot jetzt. Er stirbt übrigens auch direkt. Nichts. Wir müssen ihn nicht ermorden, er ist quasi von vornherein ein Bösewicht. So, damit haben wir das auch abgehakt, sehr schön. Also die Questreihen lichten sich. Das heißt, entweder wir gehen jetzt Richtung hier Minental, alte Mine. Oder ich schaue, dass ich noch irgendwo jemanden abmurksen kann. Gabel zählt dazu, wie gesagt, leider nicht. Der ist ja, ne? Ob ich irgendeinen Arbeiter vielleicht weglocken kann. Weil die sind ja auf jeden Fall unwichtig, weil der Rick, der hat einen Namen, den will ich jetzt nicht umbringen müssen. Hier vielleicht aus der Entfernung wegballern. Ja, nicht Monty, ein Arbeiter. Jetzt geht's zur Sache. Oder locken wir ihn mal an. Der hält übrigens gut was aus, der Kerl. So, uns sieht keiner, das ist schön. Jetzt schlecht, der Specht. So. Ja, vielleicht müssen wir auch gesehen werden, das kann auch sein. Aber es gibt ja noch einen zweiten Arbeiter hier notfalls, ne?
Wir haben jetzt auch keine Belia-Gesinnung dazu bekommen. Das ist doch kein Geheimnis. Gut möglich, dass das dann noch nicht ausreicht für den Kamerad, der uns dann quasi den Assassinen vorstellen will. Wir müssen, glaube ich, eh bei Mitternacht irgendwie ansprechen. Aber der spricht, also er spricht uns bei Mitternacht an. Hey. Wenn wir eben. Und Adam, ich sag mal, den geglückten Mord hingedeichselt bekommen. Also wir schauen mal, ob das jetzt eben vielleicht geklappt hat. Ansonsten töten wir halt den anderen Arbeiter bei Tag mit Zeugen. Was man sich alles tut, ne, um alle Quests zu machen. Da geht man über Leichen. So, das heißt, ich weiß, glaube, wir machen das einfach das mit 180 Geschicklichkeit. Dann stelle ich die zurück. Sind aber die Quests nämlich auch ewig und werden sie nicht los. Beziehungsweise. Was war das überhaupt nochmal? Das war doch. Genau, wir sollen dem Gärtner den Trank stehlen, der Salandril hat. Also, ne? Salandril besitzt den wertvollen Trank und den soll er nicht mehr haben. Übrigens, falls es noch irgendwo eine Nebenquest geben sollte, ne, schreibt mich einfach an. Schreibt in die Kommentare, dann machen wir das auch noch. Wir wollen hier bestmöglich alles präsentieren. Na, Lutero, das ist nicht Lutero, das ist der Bürger. Hey, du. Der allseits Bekannte. Lass uns. Hast du irgendwas von. Naja, der hat nur Scheißdreck. Darf ich hier rein, oder dass hier die Welt. Ja, die Welt geht nicht unter, wenn ich hier reingehe. Denn hier muss doch auch noch irgendwo ein Knopf sein für irgendwas hier in dem Laden. Okay, wir probieren es erstmal mit der Geschicklichkeit. Stellen wir die einfach mal auf 180 und vielleicht können wir den dann beklauen. Und dann stellen wir sie halt zurück. So. Das ist die 5. 180. So, 180 Geschicklichkeit. Und jetzt ist es verdammt schwierig, ihn zu beklauen. Und da ist er, wertvoller Trank. Plus 1 bei Belia. Wir stellen es direkt zurück. So, 133 waren es. Haben wir auch wieder und wir haben einen wertvollen Trank dabei. Das ist nur die Frage, sollen wir den einfach süffeln oder ist das nur. Matteo, der heiratet doch auch Ralf. Okay, der bringt glaube ich nichts. Oh, wir können mal gucken, was der bringt. So. Okay, wir können ihn gar nicht benutzen. Gut, dann hat sich das auch geklärt. Mich fragt ja keiner. Dann gehen wir damit einfach zum Gärtner und beenden diese Quest auch. Warum erfahre ich das erst jetzt? Hast du irgendwas zu sagen hier? Warum stehst du da so großkotzig vorm Eingang, du Sack? Naja, hab ich ja da nichts zu sagen, das ist mir auch egal. Na, da guckt er doch rum, der Gärtner. Hey, du! Hier hast du deinen wertvollen Trank. Unglaublich, du bist ein Naturtalent. Hier hast du eine Belohnung. Wenn du willst, dann verkauf ich ihn dir. Okay, jetzt ist interessant, aber was. Lass uns. Ah, und jetzt ist es ein Geschicklichkeitstrank. Das ist ja sehr interessant. Also wir können ihn nicht benutzen. Ja, das wäre quasi. Um vorzubeugen, dass wir ihn einfach trinken. Das heißt, wir müssen ihn für 800 Gold wieder kaufen. In diesem Fall zum Wohl. 136 quasi, ne? Damit hätten wir diese Quest auch erledigt. Jetzt lichten sich die Reihen wirklich extrem. Ich werde nur nicht das blöde Gefühl nicht los, dass es auf der ganzen Welt keinen zweiten Kronstöckel mehr zu finden gibt. Und wenn doch, dann wäre das mit einem riesigen Suchaufwand verbunden. Das hätte er doch besser wissen müssen. Deswegen, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Minental. Und kümmere mich um die alte Mine. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, da gibt es ja auch 4 Quests, die wir nicht mehr beenden können. Also quasi die jeweils um Xeres rum. Heißt für uns Hauptquest, der Siegelring, und wie gesagt, noch keine Ahnung, ob
Wobei, jetzt können wir vielleicht mal, wisst ihr was, komm, wir nehmen jetzt einfach mal den Rest der Folge und gucken mal, ob da jetzt sich im Norden vielleicht was getan hat. Und der Typ ist da jetzt auch. Es hieß ja auch irgendwie, dass jetzt irgendeiner im Norden rumgurkt. Da habe ich doch mal was aufgeschnappt. Schauen wir einfach mal. Ansonsten, ja. Alte Mine, scheint wieder was los zu sein. Können wir auf jeden Fall schauen. Innos. Ansonsten noch Siegelring. Und dann gibt's nur noch Hauptquest. Beziehungsweise gut, die Assassinen, das wollen wir ja auch nochmal angehen. Wenigstens ein paar Aufnahmequests machen und dann im Nachhinein halt alle abschlachten, die halt da drin sind, weil es einfach nur böse Menschen sind. Deswegen nehmen wir uns heraus, die alle abzuschlachten. Das macht man so als guter Mensch. Ja, und dann heißt's Uriziel holen und Xeres boxen. Und dann kommen wir wieder zu meiner Einschätzung. 400 Folgen werden wir wahrscheinlich noch erreichen. 500 nicht. Ich glaube auch nicht mal, dass es 450 werden. Meine aktuelleren Einschätzungen belaufen sich auf 420 bis 430. So meine Schätzung. Hier könnte irgendwo in der Wildnis noch ein Kronstöckel sein. Ne? Irgendwo. Die Frage stellt sich nur, wo? Könnte überall sein. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, einen Kronstöckel zu finden. Ansonsten, wie gesagt, wenn es auch da nichts mehr zu tun gibt, außer dieser Quest, die Hauptquest, dann werden wir halt einen über die Konsole holen, mein Gott. Davon geht die Welt auch nicht unter. Einfach nur, damit wir alles gesehen haben. Ja, zur Komplettierung. Hier sollte doch irgendwo dann einer stehen. Ich habe mir das ja ein bisschen auch durchgelesen bezüglich des Siegelrings. Aber immerhin habe ich irgendwie ein paar Schritte vergessen, falsch ausgeführt oder die Quest ist verbuggt. Oder wir müssen erst das mit Uriziel machen, keine Ahnung, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier keine Sau. Und wir haben keinen Anhaltspunkt, wie wir die Quest jetzt hier weitermachen sollen. Also der Siegelring bleibt ein Rätsel. Bin ich bis zu der Wassermagier getappt. Nur um feststellen zu können, dass wir jetzt in der nächsten Folge ins Minental marschieren können, beziehungsweise wir haben ja noch ein paar Minuten. Dann gehen wir mal ins Minental. Also, ferne Insel ist dann das, kurz mal. Genau, okay, das war. Zu Uriziel kommen wir, wenn wir dann unten in dem Keller da reindappen. Da kommen wir auf diese Insel, da gibt es da wahrscheinlich gut Randale. Längerer Kampf, schätzungsweise mehrere Folgen. Boxen wir uns dann da durch die Gegend, bis wir zu Uriziel kommen. Beziehungsweise zu was auch immer wir dort dann brauchen. Das heißt, wir marschieren jetzt am besten mal. Ja, warum zum alten Dämonentum, fragt euch jetzt. Sage ich euch. Weil das der Belia-Knotenpunkt ist. Der Hammer, ein Weltklasse-Absturz. Habe ich in dieser Qualität noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich nicht gespeichert habe, bevor ich ins Minental bin. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein Fehler meinerseits, dass ich das überhaupt getan habe. Meint ihr, ist alles, der heiratet, das können wir diese Quest nochmal machen. Nein, ich meine, der Rest war ja wenigstens nicht so relevant. Also, es gab ja jetzt nichts in auf dem Weg da, ne? Bis zu den Wassermagiern. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung. War ja nur auf der Suche. Blöde Trank, ja genau, Geld bitte. Da, ich kann es ja verkaufen, echt krass. Gut, nehme ich, tschüss. So. Dann klopfen wir uns das Ding jetzt noch rein. Ich glaube, das Microlasse-Gerät, das pumpt, wobei ich, das brauche ich auch nicht abpumpen. Jetzt haben wir 130 Mana, ob wir jetzt 130 oder 140 haben. Macht auch keinen Unterschied mehr, auf jeden Fall. Nochmal, Dreh- und Angelpunkt im Minental bezüglich Belia-Schrein. Danke, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt.
So, das gute alte Miental. Und jetzt auf zu unseren Kollegen hier. Wo sind sie denn? Alte Biene, Orkstadt, Belia-Festung. Jetzt bist du dran. Um Himmels Willen. Das war's für dich, Penner. Keine EP oder was? Verdammt, schon wieder einer dieser Verrückten. Okay. Was ist geschehen? In der Mine sind alle durchgedreht. Sie haben erst angefangen, sich gegenseitig umzusingen, und nun greifen sie uns an. Was zum Teufel geht da bloß vor? Okay, das hatten wir so in dem Umfang tatsächlich noch nicht. Soll ich mal ganz kurz mir die Waffe anschauen, die mir hier gut einen mitgegeben hat. Belias Vollstrecker. Ja, die ist gar nicht mal so schlecht. Das sind Zweihänder. Dickes Teil. Mehr Schaden als unser El Bastardo. Weniger natürlich als die Klaue Belias. Die wir aber nicht immer benutzen können, weil die halt ein bisschen vor sich hin gurkt. Und manchmal einfach verschwindet. So, also das war normal, dass uns hier einer angreift. Das war einer dieser verrückten Dämonenritter und der Scar hat uns etwas Input gegeben, ein bisschen Informationen darüber, dass halt hier wirklich alle ausrasten. Und nein, sowas in der Art haben wir wirklich noch nicht gesehen. Das heißt, wir haben hier eine neue Quest vor uns, die irgendwie mit der Hauptquest zusammenzuhängen scheint, aber ja, Urizel und Kram lässt ja auf sich warten, da auf der fernen Insel. In dem Fall werden wir uns hierum dann in der nächsten Folge kümmern. Bis dahin. Tschüss.